schneller machen? Ja, lass mal machen. Lass mal laufen gleich. Also das Wichtigste war für mich erstmal die Form. Die Grundform der Gitarre, die ist sowas von auf den Punkt, die Les Paul Grundform, dass es eigentlich nichts gibt, was schöner ist im Gitarrenbereich. All andere ist so hilflose, die Frimmel, finde ich jedenfalls. Dann der Name, den finde ich gut. das waren erstmal die Grundvoraussetzungen. Und da ich jetzt die Möglichkeit hatte, meine Wünsche zu äußern, habe ich erstmal alle das weggelassen, was ich nicht brauche. Und ich brauche eigentlich fast gar nichts. Ich brauche eigentlich nur die Gitarre und den Lautstärkeregler. Den Schalter zum Beispiel, den haben wir nur dran gelassen aus ästhetischen Gründen. Eigentlich brauche ich auch nur den hinteren Tonabnehmer. Also ohne den Schalter und ohne den zweiten Humbucker würde es nicht so gut aussehen. Deswegen haben wir das eigentlich dran gelassen. Bei der Gitarre ist eigentlich eine ganz klare Grundidee. Alles, was Gitarre ist, ist schwarz, also aus Holz. Und alles, was nicht Gitarre ist, ist aus Metall. Das ist eine ganz einfache. Deswegen war das eigentlich ziemlich einfach, sich auszudenken. Von den Materialien habe ich erstmal das Les Paul klassische Grundmaterial genommen. Und mir ging es mehr oder weniger ums Optische. Im Gegensatz zu den normalen Gitarristen habe ich praktisch wie eine Frau das Auto nach der Farbe aussucht. Ich will ein rotes, egal was es für eine Sorte ist, habe ich die Gitarre im Prinzip mehr so nach, also wie ging um 99% ums Aussehen. Ich habe mich eigentlich gar nicht darum gekümmert, was das jetzt so viel Holz ist und so was alles. Und die Tonabnehmer habe ich von Metallica abgeguckt. Und bei mir passiert es manchmal jetzt immer noch, dass wenn ich auf der Bühne bin, da gibt es so ein paar Stellen, wo wir uns so hinknien und dann stehe ich so da und guck so runter und dann gucke ich immer auf die Gitarre und denke, ach, das sieht die gut aus. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt hat sich so ein bisschen relativiert, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, aber ich fand sie optisch extrem gut. Und klanglich sowieso. In meinem Fall ist es so, ich brauche wirklich eine Gitarre. Und ich brauche auch wirklich eine Gitarre, die ich benutzen kann. Und ich habe auf Tour nur eine Gitarre, mehr brauche ich nicht, in verschiedenen Stimmungen. Und natürlich auch die Ersatzgitarren. Aber ich habe praktisch mir von Gibson die Gitarre bauen lassen, die ich auch wirklich brauche. Und die ich auch benutze und die ich auch ästhetisch gut finde. Diese spezielle Gitarre ist erstmal in erster Linie mal so auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. Wenn man jetzt so ein Gniedelhorst ist, so ein irgendwie Malmsteen, dann ist es wirklich nicht das richtige Modell, weil mein Seitenabstand ist ziemlich hoch, was mich nicht stört. Meine ist auf sehr dicke Seiten ausgelegt. Ich bin vielleicht ein verkappter Bassist oder so und ich mag es eher so derb und vielleicht ist auch der Hals für manche Leute zu dick. Aber, oder die Gitarre ist zu schwer. Also bei mir war es wichtig, dass sie richtig schwer ist. Früher war es so, dass ich während der Show ganz verschiedene Gitarren benutzt habe und hat eigentlich die Sache eher komplizierter gestaltet, auch für meinen Techniker. Und für mich ist es total cool, dass ich nur eine einzige Gitarre habe. Also egal, wie die jetzt gestimmt ist, ich muss mich nicht umgewöhnen, ich weiß, wo der Lautstärkeregler sitzt. Und kann mich komplett auf die Songs und das Spielen konzentrieren und das spielt überhaupt keine Rolle mehr, wo was ist. Noch eins, der Lautstärkeregler geht sehr schwer, aber ich kann jedem versichern, nach 1000 Konzerten geht der ganz leicht. Das geht dann. Es gab mal, als ich noch ein kleiner Pionier war im Osten, gab es den ersten Deutschen im All, der hieß Sigmund Jähn. Es war einer aus dem Osten, da sind alle ausgeflippt in der DDR. Ich will mich jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber ich bin der erste Deutsche, der eine Gibson Signature Gitarre hat und den Rest